So, eine wunderschöne und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. So, gucken wir mal kurz. Nein, das ist. So, ich hoffe, mit audiomäßig passt alles. Lautstärke, so sollte auch funktionieren mit meinen Kopfhörern. Ah, es kommt der Bild. Audio klappt laut OBS auch. Sehr schön. So. Ja. Warum haben wir... What? Was ist geschehen? Was ist passiert? Da spiele ich mal, keine Ahnung, 2 Monate kein ETS mehr und schon haben wir Schulden. Was habe ich denn letztens gemacht? Warte mal kurz, LKW-Manager. Wir haben ein paar LKWs. Wir haben gerade mal 2 Garagen und sind hart mies in den Schulden. Was geht denn hier ab, Leute? Was tun wir denn hier? Digga, ich hätte mal in eine alte Folge reinschauen sollen und geguckt, was ich zu Ende gemacht habe. Das ist nicht gut. Okay. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, dann fahren wir mal. Eigentlich wollte ich gerade sagen, wir fahren mal eine Mission, aber der Fahrbutton war unten so schön hypnotisierend. Okay, wir sind bei uns in der Garage. Nee, wir sind irgendwo in einer Garage. Achso, wir sind bei der LKW-Werkstatt. Ja. Auf geht's. Okay. Auftragsangebot, Aufträge. Was haben wir denn hier so? Achso, Frachtmarkt. Hier, wie haben wir Schulden? Das sind aber schöne Preise. Okay, fährt aber auch einmal durch die gesamte Gegend hier. Ach ja. Wir sind da unten. Mal gucken, was gibt es hier also alles für Missionen? Ich hätte gerne erstmal eine etwas kürzere, wobei von unserem Standpunkt scheint gar nicht so viele Missionen zu geben. Das ist jetzt eine sehr kurze, aber im Niederland waren wir schon mal. Geräucherte Sprotten. Klingt nicht sehr appetitlich. Vor allem von einer Bahngesellschaft? Hä? Okay. Na gut. Also von nach jeweils. Also innerhalb der Bahngesellschaft. So. Na egal. Tja. Was gibt es hier sonst noch? Wenn ich mal hier mache, da gibt es gar keine. Achso, mit meinem Auflieger. Ja, okay. Das heißt, er limitiert ganz schön. Ganz ehrlich, komm, wir machen das einfach mal. Okay, wir fahren los. Wir sind einigermaßen ausgeschlafen. Tank ist auch voll. Diese minus 4000 wirft mich gerade komplett aus der Bahn. Was ist geschehen? Was ist passiert? So, 7 Kilometer müssen wir fahren. Dann machen wir mal zuallererst das Autoradio an.
immer geradeaus. So, okay. Und dann links abbiegen. Zweimal links also. Biege nach links. Oh, was ist das denn für eine geile Straßenbahn? Ey, warum fährt er? Fährt er da ja? Ey, die Straßenbahn sehen. Zeig mir die Straßenbahn. Oh, wie cool. Links halten und dann links abbiegen. Ey, wo kommt der weiter aus her? Achso, halt, ich darf gar nicht rein. Was tut denn hier schon wieder? Einkommen! Oh, siehst du? Wir haben voll die Cash. Von den Schulden, über den Schulden. Ha! Wo ist die Straßenbahn? Ach, da hinten ist sie schon. Warum ist sie so schnell? Der geht, der Nitro gefuttert. Schon viele Fußgängerüberwege hier. Alter. Links halten und dann links abbiegen. Blick ich schon dreimal vorher. Eieiei. Biege nach links ab. Von ist auch ein Zug. Viele schöne Züge hier. Hier endet es. So, Frachtmarkt. Auftrag annehmen. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Sind wir vor dem Auflieger oder hinter dem Auflieger? Ah, vor dem Auflieger. Okay, okay, da kannst du ein bisschen. Hä? Was mach ich denn hier gerade? So. Ah, ne, das war viel zu eng. Ah, das sieht schon besser aus. So. Noch ein bisschen schon gerade ziehen hier. Oh ja, geht. Ich muss erstmal wieder bei dem Lenkverhalt von dem LKW reinkommen, weil er wieder so kurzen Radstand hat. Letztes war ja erstmal auch wieder ATS Let's Play. Und privat spiele ich auch kaum noch ETS, sondern meist nur noch ATS. Und da ist mittlerweile das ETS-Fahrverhalten echt ungewöhnlich für mich. Mit dem kein Radstand, das ist schon. Sehr krass, wie stark der lenkt.
So, 300 Kilometer. Sieht machbar aus. Oh, wir fahren ein bisschen zu schnell. Wer hätte gedacht? Biege nach rechts ab. Oh, die Straßenbahn fahren aber echt super schnell. Alter, so schnell würde keine echte Straßenbahn fahren. Die würde aus den... Also, jetzt sind sie nicht unbedingt aus den Gleisen fliegen. Aber die armen Passagiere, Digga. Die kleben schon wie so eine Ablagerung an den Fensterscheiben. Musst du abkratzen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, lenken tut ja wohl auch nicht so natürlich, oder? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Oh, ich würde aber der Straßenbahn folgen. Biege nach rechts ab. Das Bremsverhalten ist ganz schön. Digga, guck mal, direkt nächste Straßenbahn. Oh. Sehr geil. Ich mag die Straßenbahn. Vor allem diese Doppeltür, ne? Ja, ja, sehr geil. So. Fahr doch mal da vorne. Ich glaube, ich muss mal die Motorbremse deaktivieren. Weil das, wo ich gerade gerammt habe, ist, weil er wieder so spät angefangen hat, wirklich zu bremsen. Ist schon mit der Motorbremse schon echt. Ist das auch bei echten LKWs so? Nee, ne? Also so super verzögert anfangen zu bremsen. Ich meine, ist das schon schlimm genug, dass ne, bei einem Notfall, weiß nicht, Kind rennt auf die Straße oder so, ja, der Mensch schon Verzögerung hat, weil der Mensch halt erstmal reagieren muss. Aber wenn er noch die Bremse 3 Minuten Verzögerung hat, naja, der ist halt der ganze Kindergarten weg. So. Da brauchst du keine Terroristen mehr. Also wie hier einfach alle 3 Meter Fußgängerüberweg. Aber bei jetzt kommen wir eher so in den nicht mehr so ganz bewohnten Gebieten, nicht so weniger Übergänge. Cool. Craiova. I don't know, wie man das ausspricht. Casanova. Was ist das für Buchstaben? Balz? Bark? Ah, oder wie man den letzten Buchstaben ausspricht. Mein Telefon klingelt. Abgesehen vom Bass war das 1:1 das, was man früher als Klingelton genutzt hat. Ui, Alter, richtig. Wow. Richtige Industrieanlage da hinten. Man sieht da leider durch die Bäume nichts. Aber ist eine richtig große Industrieanlage. Cool. So, was war der schon wieder? Ey, ist genug Platz. Fahrt doch mal vorbei. Ah, komm.
Da passt du locker dran vorbei. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, fahr doch, du Arsch. Hm? Oh mein Gott. Das muss ich abhauen. Vor allem, ich finde es ja immer so einigermaßen cool, wenn man diese Schwellertransporte macht, dass dann die anderen Fahrzeuge immer so weggedrängt werden, dass sie also auch ein bisschen abweichend von der Spur fahren können. Aber so in solchen Situationen halt so gar nicht, ne? Statt einfach mal ein bisschen nach rechts zu lenken, nein, die müssen halt perfekt auf ihrer Spur bleiben und damit, weiß nicht, minus 2 km/h langfahren. I don't know. Eieiei. Hey, was ist das für ein Lied? Also der Anfang war besser. Übrigens werde ich jetzt erstmal am Stück nur 8 Folgen aufnehmen. Es wird zwar wahrscheinlich eine 16 Folgen Session wieder. Aber ich werde erstmal nur 8 Folgen am Stück aufnehmen. Und dann immer, ne, nächstes Wochenende dann wieder die nächsten 8 Folgen. Weil ich irgendwie hoffe, dass bis zum nächsten Wochenende dann die neue Version rauskommt. Also 1.47. Weil ich freue mich schon. So, hoffentlich. Auf die angekündigten Performance Improvements. Ich meine, jetzt geht's gerade, aber du siehst halt immer, du merkst halt immer diese kleinen Mikrorodler. Und wenn ich das endlich mal gefixt bekomme, wäre es halt schon arschgeil so. Einkommen! Ich meine, wer kommt auch schon zweimal? Hm? I have no idea what you're talking about. Oh, ein Gleis. War noch Züge? Hä? Hey? Achso, es war ja kein Gleis. Durch die Schatten von der Freileitung, weil die Schatten ja so eine Linie auf dem Boden gibt, dachte ich, das neben uns war kein Weg, sondern Gleise. Aber nee, das war bloß ein Weg. Wow. Ja, schön, ja, verarscht. Scheiße, der Wand dann. So. Boah, Alter, wir haben schon wieder 20.000. Verdammt, geht das schnell. Ich habe mir schon überlegt, einfach mal so, das war so ein Gedanke, der mir so unterwegs, also auf Weg zur Arbeit kam, ob ich vielleicht einfach mal so ein bisschen Lip-Sync-Videos machen soll. Hätte ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hätte ich da Bock drauf. Aber ich glaube mal, das wär halt mehr cringe als alles andere so. Also, I don't know. Vielleicht braucht man da doch ein etwas hübscheres Gesicht als meins. So, World of Trucks. Wow, diese Eigenwerbung, ey. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Digga, wie viel haben wir eigentlich geladen, ey? Der LKW braucht ja echt lange zum Beschleunigen. Hä? 17 Tonnen gerade mal. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt.
Übrigens gestern, auf Weg nach Hause. Ganz witzige Situation. Ich fahre ja immer mit dem 734er von Flughafen Schönefeld aus. Also von BER. Terminal 1-2. Die Bushaltestelle heißt so. Und da fährt er ja auch, wenn er Richtung wo wohne ich? Schulzendorf fährt. Da fährt er auch erstmal direkt am BER bei so, ich weiß nicht, vier Kreisverkehren vorbei. Also fährt über vier Kreisverkehre, weil die da direkt eng an eng sind. Ja, wenn ich mich ja mal vorbeilassen würde. Und dann ist also auch immer bei dem Kreisverkehr so die zweite Ausfahrt, weil es ist immer so, immer Kreisverkehre mit vier Ausfahrten und die fahren halt immer gerade durch. Und gestern war es aber so, dass der Bus, ich weiß nicht warum, ob er sich da total, I don't know. Normalerweise fährst du halt, wie gesagt, einfach immer rauf, bis zur Kurve und dann wieder geradeaus weiter. Ja? Aber der ist irgendwie erstmal durch ganze Schlaufe gefahren. Und dann erst geradeaus weiter. Ne? Also kam Schlaufe, komplette Schlaufe und dann hoch. Also ich habe ja schon ab und zu gesehen, dass Busfahrer verfahren. Aber so? So? What the fuck? Oh, wir dürfen 100. Mein Lenker hat aber nur für 80 zugelassen, ne? Ja. Dezent nur für 80. Interessiert das irgendjemanden? So. Also die Spur sollte schon halten. So. Die Frage ist, wenn ich jetzt mit Traffic, also hier, mit Polizei spielen würde, würde ich dann jetzt trotzdem Strafe bekommen? Weil das Spiel halt weiß, dass man LKW gespannt eigentlich nur für 80 zugelassen ist durch den Auflieger? Oder sagt er, nö, Strafe für 100, also gibt's auch keine Strafe? Ich würde mich interessieren. So, wir haben noch 2 Stunden 20. Allerdings ist unser Bett langsam schon voll, sag mal. Was ist denn los? Oh. Ja, in 50 Minuten müssen wir auch pennen. Und wir haben aber bloß noch 12 Stunden übrig. Also einmal pennen gehen. Wird nix. Oh, schöner Zug. Ja, schwierig. Sehr schwierig. Ich weiß ja leider nicht mal, wie lange er pennt. Pennt er wirklich 10 Stunden? Ich glaube ja, ne? Verdammt. Sonst würde ich mich da vorne ja dann sicherheitshalber mal pennen parken. Pennen gehen. Biege nach rechts ab. Ich trau mal irgendwie nicht. Irgendwie traurig, Mann, ey. Ach, scheiß drauf. Ich spreche mal sicherheitshalber. Was macht der? Ich dachte jetzt die Einfahrt. Okay, lass uns eine neue Route finden. Die Route in dein Herz, meine Dame. So. Wir haben noch zwei. Ah, okay, doch, passt. Passt, easy. Meine Maus ist richtig eingestellt.
kommt also wirklich durch einen niedrigen Achsstand. Weil ich komme immer noch nicht mit der Lenkung klar, so ziemlich. Das ist alles gerade ein bisschen sehr heftig. So, wieder für YouTube ein bisschen mehr Licht machen hier. Auch wenn man das im Echten nicht machen würde. Alter, ist das dunkel. Können die sich keine Laternen leisten hier? Das ist ja schlimm. So, wir haben noch 2 Stunden 17. Ha. Also, wir dürfen jetzt nicht so sehr trödeln. Ja. So, hier wollen wir nur 40 fahren. Ah, super. Wir waren jetzt eben. Ah, nee, jetzt sind wir wieder 70. Eben die Zeitberechnung, wie viel, also hier diese 1,26 Restzeit, die berücksichtigt ja nicht, wie lange wir wirklich auf der Strecke brauchen. Wegen Geschwindigkeitsbegrenzung, ne? sondern dient einfach nur die Strecke, teilt die durch irgendeinen Faktor und dann heißt es fuck it. Ah, mal schauen. Weil jetzt kommt da hier der ganze Zollbereich, wo wir nur relativ langsam fahren dürfen. Die Frage ist halt, ist das bei den 1 Stunden 80 mit einberechnet? 18? Oder nicht? Alter, wie viel ist ja richtig Verkehr, sag mal. Aua! Ey, was war das gerade für eine Aktion? Ich war doch auf meiner Spur, oder nicht? Wollte der gerade links abbiegen, oder? Also auf die linke Spur wechseln, oder was? Ich bin verwirrt.
Restzeit, naja, wenn man 20 Minuten Reserve. Sollten wir eigentlich schaffen. Das war aber jetzt nicht gerade 8 km/h, mit der LKW durchgefahren ist, oder? Lol. Guck mal, man kann einfach echt mit 30 durchfahren. Interessant. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Oder die KIs scheinen gar nicht so weit runtergehen zu können. Weiß ich halt nicht. So, dann machen wir an der Stelle mal Feierabend. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt, weg von dieser tristen Welt, in ein neues, schöneres Leben. Oder I don't know. Bis dann.